Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Boy P und ich begrüße euch zurück zu Endless Zone Zero. Wir machen heute weiter mit den Agentengeschichten. Jetzt mal haben wir Koledas Agentengeschichte abgeschlossen und die nächste Quest, die gerade in der Liste ist, ist die von Lycon. Machen wir die, ne? So, die haben wir erledigt, ne? Schulhof Genie, genau. Nächste wäre die von Lycon. Los geht's, ne? Gehen wir jetzt. Hat sich nicht viel getan, ist erst ein paar 58. Hat sich jetzt nicht viel geändert hier seit letztem Mal. Von daher, ja, wir sind auch, glaube ich, nur 2 Tage später oder so, ne? Heute Nacht ist nicht viel los, also unterhältst du dich entspannt mit Bell. Als enthältst du, boah. Boah, ich nicht mal eine Minute bin und schon der erste Rechtschreibfehler. Als unterhältst du dich entspannt mit Bell. Das ist falsch, ne? Boah, Leute. Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten. Wenn der abnehmende Mond sich nähert, werden die Auserwählten herabsteigen, wenn die Uhr Mitternacht schlägt. Oh Sünde, erwartet euch Urteil in Stille. Das klingt sehr extravagant. Von wem ist sie denn? Lycon. Oh, von Lycon. Hä? Warte, meinst du etwa denselben Lycon, den ich auch kenne? Nein, den anderen. Wir kennen doch nur einen Lycon. Ich weiß, Lycons Konto muss gehackt worden sein. Und dann hat der Hacker diese provokative Nachricht geschickt. Aber es geht noch ein bisschen nach ihm selbst, denn er fragt, ob wir 5 Minuten Zeit haben und er die Videothek kommen kann. Ist da was passiert? Aber die Sache ist auf keinen Fall auf jeden Fall seltsam. Lycon scheint zwar ziemlich ernst zu sein, aber vielleicht ist er insgeheim eigentlich extravagant. Lustig ist doch, er kann es aber sehr gut verbergen. Oh, Lycon sagte, dass er augenblicklich bei der Videothek sein wird. Ich tue jetzt die ganze Zeit hier auf den Text gucken, ob der richtig geschrieben ist. Typisch Lycon, er muss immer alles überstürzen. Wir sollten schnell in den Laden zurückgehen und auf ihn warten. Ich weiß ja nicht, warum wir auch immer draußen sind. Ich war im Laden schon. Komm ein bisschen zurück in die Videothek, hörst du rhythmisches Klopfen an der Tür. Du öffnest die Tür und tatsächlich steht Lycon da. Er verbeugt sich höflich und tritt ein. Angeblich sollen alle Mitglieder von der Victoria Hausmeiz hier Anlehnung an Horrorfilme sein. Oder Bestien von Horrorfilmen. Und Lycon soll ein Werwolf sein. Ellen soll eine Anlehnung an Jaws sein. Ich glaube, Colin soll eine Anspielung von an Frankenstein sein. Weil sie irgendwie so Nägel irgendwie so als Kopfaccessoire hat. Klingt ziemlich wild. Ich habe gar nicht aufgepasst. Ja, ich habe übrigens meine Internetverbindung spielt heute mit. Den ganzen Tag hat die ja nicht rumgemeckert, was bedeutet, die wird jetzt absolut gleich hier wieder drauf gehen.
Das Gute an dem Spiel ist immer, tut mich immer nicht direkt ins Hauptmenü zurückschicken, wenn ich das Spiel neu starten muss. Ich kann einfach nur warten, bis sie wiederkommt. Also wir können das zwar machen, aber... プロキシ様のおっしゃることはごもっともでございます。私もその可能性は検討いたしました。ライカンさん、中二病を知ってるんだ。のようなことがこちらの投稿に対するコメントで品質しておりましたので、中二病の正確な意味を把握すべく。 Schunibyo ist nicht so geläufig. Ein geläufiges Wort in Japan. Weil extravagant ist jetzt nicht wirklich. Habe ich mich gefragt, warum Fazien ist jetzt nicht so ein kompliziertes, so ein unnatürliches Wort oder so. Yes. Yes. Mir geht tatsächlich schon so ein bisschen dass die Dennis wieder aus, weil ich meine Charaktere auf Level 60 bringe. Wir nehmen den Auftrag an, beziehungsweise ich tue ja alle befördern, damit die Level 60 erreichen und er kostet immer voll Asche. Ich war gerade fertig mit Billy. Außerdem habe ich das Gefühl, Weiß ist mindestens 30. Ich sage euch gleich warum. Alles klar. Lekon, wie immer elegant, verbeugt sich tief und verlässt dann die Videothek. Weiß, ich denke, dass ein gewöhnlicher Dieb wohl kaum sein Verbrechen ankündigen würde, bevor er den Diebstahl begeht. Ist das ein Phantomdieb? Persona! Meinst du diese Diebe, die einen Trenchcoat und eine Maske tragen, die sich von der Decke herablassen und dann vor alle Augen Schätze stehlen? Das ist eine Anspielung an Persona. Persona 5. Oha, plötzlich freue ich mich drauf. Mal, lass uns erstmal losgehen. Wir können Lekon nicht zu lange warten lassen. Aber keine Ahnung, ich bin ja jetzt hier die Freundschaft hier am Grinden mit. Oh, ich kann dir gar nichts zeigen. Aber keine Ahnung. Ich habe mit irgendwie Seth und Koleda habe ich hier jetzt hier immer mit auf den Handys hier mit gequatscht, ne? Und irgendwie hat irgendwie habe ich irgendwie den Punkt erreicht mit Seth. So im Sinne von, oh, kannst du mir wieder so eine Dings besorgen, so eine Kassette. So, ich glaube, ich brauche. Nehmen wir sie und nehmen wir mal sie. Einmal volle Victoria Housemaid Gruppe. Mal keine Ahnung. Seth hat irgendwie gefragt, so, oh, ja, hast du diese Videokassette? Und ja, da hat irgendwie Weiß irgendwie so was geantwortet im Sinne von, so, oh, seit 30 Jahren schon im Betrieb oder so. Also unser Laden ist schon seit 30 Jahren oder so im Betrieb. Was bedeutet, Weiß ist mindestens 30? Ich weiß nicht, ob das irgendwie falsch verstanden habe. Ich kann ja gleich mal zeigen. Probieren noch einmal, ja. Ich weiß übrigens immer noch nicht, was er ist. Ich glaube, er ist Out-Durchbruch, ne? Oder ist er Attacke? Egal. Ja, komm, klar. Wir haben aber relativ schnell schon losgelegt hier in der Quest. Nichts dagegen. So, jetzt gehen die Kisten kaputt. Ich wollte schon sagen. Juhu. Okay. So, what zum? Ach, da waren die beiden. Ne? Bangus. Hey, was geht? Wir sind gar nicht hier irgendwie in den Bildschirm gegangen. Wir sind direkt hier in den Kampf reingegangen. Das ist komisch. So, wie das hier abläuft, ne? Ja. Ja, ho.
Komm, der Boden. Ich hab den ersten Boss gewartet. Nein. Oh, das Gesicht mit meinem Fuß. Mein Fuß in dein Gesicht. Wie der Master sagen würde. Kann ja nicht irgendwann mal gedrückt halten oder so. Ja. Komm mal hier rüber. Hi. Gott, Elektro-Ding da aktivieren. Viel aufgegeben. Nein, mach den. Mach den. Nein, mach da nicht. Keine Ketten angeführt. Ich sag, wie viel der aushält hier. Ich habe mal hier letztens hier diese eine Quest gemacht, wo man gegen Nineveh kämpfen kann. Dieses riesige Madoka Magica Ding. Auf einen höheren Schwierigkeitsgrad. Hab ich gar nicht geschafft. Weil ich irgendwie so eine blöde Korrosion hat, die mir die ganze Zeit HP abgezogen hat. Während des ganzen Kampfes. Da sind mir irgendwann die AP einfach ausgegangen. Oh. Au. Es hat einfach nur so eine ganz lange Kampfquest. Habe ich nichts dagegen. Aua. Was soll denn so schnell? この先の道は栄転。ああ。だけど、ああ。はい。避けてください。ほら、これ、来ない。ちょっと、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 ち
Ist übrigens mal hart, was die irgendwie mal bei Genshin oder Honkai Star reinpacken können, ne? Das irgendwie so. Wobei Honkai Star, da kannst du jetzt nicht wirklich irgendwie was wiederholen oder so, ne? Ich wollte, wir jetzt schon direkt in der Action starten, ne? So ungewohnt. Normalerweise muss jemand noch 20 Minuten erstmal reden, ne? Und darüber reden, wie die Action gleich kommen wird. Und dann irgendwann kommt vielleicht mal Action. Weißt du, was ich mir wünsche, wenn die irgendwie so ein Maximum Schaden irgendwo. Ich meine, man sieht hier die ganzen Schadenzahlen, ne, wenn ich hier die Gegner angreife, ne? Aber ich hätte mal so eine, so wie in Honkai Star Rail, so eine Schadensleiste, so, die mir anzeigt, wie viel maximal Schaden ich gerade mache, ne? So mit jedem Combo Angriff hier von Corin zum Beispiel. Weil ich habe keine Ahnung, wer hier den meisten Schaden macht. Aber Corin sehe ich halt. Die macht da irgendwie jede Millisekunde oder so macht ja Schaden, ne? Aber ich weiß nicht, ob die Zahlen irgendwie höher sind, als wenn ich irgendwie, ja, weiß ich, einmal mit Sokako oder so draufhauen würde oder irgendwie sowas. Sie ja auch mit jedem, sie macht ja jedes Mal nur einmal Schaden mit jedem Schlag. Deswegen hätte ich gerne irgendwie so eine kleine Leistung, die irgendwie in der Ecke anzeigt, so, oh, so viel Schaden hast du gerade in dieser Kombo gemacht oder so. Damit ich da ein bisschen besser einschätzen kann. Ich will es, glaube ich, ein bisschen übersichtlicher machen. Oh. Wie geht's, ne? Was ist los von Laikon? いや、何も。些細ではありますが。元素で。予期せぬってどういうこと？どうかご心配なく。叱って深刻ではございません。もっと、私が現在お仕えしている雇い主様なので、ございます。 しばらく前に彼女のご家族と彼女の仕事を一時的に引き継いだ。彼女は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 彼女の仕事を一時的に引き継いだ。
So was muss nicht übersetzt werden, ich verstehe die hundertprozentig. Aber jedes Mal, wenn man irgendwie so einen Shunibyo-Charakter irgendwie trifft, ein Tony Hauptcharakter, den man spielt, immer genauso reagiert. Irgendwie so. So, ich habe keine Ahnung, was du da redest. Ich hab nicht mal 0% irgendwie Probleme, irgendwie Fischl zu verstehen. Alles klar. Ich bin, glaube ich, so fast davor, mein Level wieder zu gehen, aber heute kriege ich da wahrscheinlich nicht mehr. Nein, glaube ich nicht. Okay, es gibt im Moment, es gibt zurzeit 5 verschiedene Schadensarten. Also irgendwann gibt es mehr. Werden wir ja sehen, ne? Also immer noch Lilac. Was für ein langer Name. Sie hat sich doch gerade so vorgestellt. Du hast dich wohl verschoben. リリカお嬢様。明日からマンガスコミックスで。ブルーベリームーストオレンジタルト。どちらをご用意いたしましょうか。もちろんブルーベリームース。あ、そう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 、
私はこの私こそ選ばれし者の一人ランペルージュアズナブールファントムハーベンリリカまたの名を終末に選ばれし者正義の伴走者リリカお嬢様もういいでしょ私を止めようとしても無駄よどうせあなたはこの正義と怪盗になると決めた私の決心を理解してくれないわ お嬢様は思い違いをしておられます。執事として確かに私は雇い主様の私有財産を守らねばなりません。故にお嬢様にこの絵画を持ち去らせるわけには参りませんが、ご安心ください。私が署名した契約上ではお嬢様も私の雇い主でございます。お嬢様が何をしようと止めませんし、 ご両親に報告することもいたしません。ですが、これだけはお伝えさせてください。このモッキンバードを名乗る組織は極めて危険でございます。入団については、どうか慎重にご検討ください。今のアムナーティング。あなたも今までうちにいた羊たちと同じだと思ってたわ。考え方が古くて、頭の固い化石みたいなのばっかりだったけど、あなたは違うのね。 Leider dreht sich um und geht, aber Lycon macht keinen Anschein, sie einzuholen. Ist er wirklich okay? Ist es wirklich okay, sie allein zu lassen? もちろんこのまま放置するつもりは毛頭ございません。リリカお嬢様はあのようなお方ですから、先ほどの場で無理に説得を試みるのは かえって逆効果だと判断いたしました。お嬢様が自ら問題に気づいていただけるよう、より適切な方法を探る必要がございます。実体験から得る教訓こそが何より最良ですから。それはそれとして、私にも少々時間が必要です。かのモッキンバードなる組織を詳しく調べなければなりません。だんだんロプシンフェラン。 ひょっとして以前モッキンバードと関わっていたことがあるんじゃ。私ともえ、ひょっとしたら不愉快です。そのように表現するのはいささか適切ではございません。これは私がかつて犯したとある過ちに起因するものでございます。申し訳ございません。私の不愉快な過去については、また折を見てお話しさせていただきたく。 Okay, aber erstmal muss ich zurück zu Belle gehen, damit sie mir noch mal genau sagen kann, was hier gerade passiert ist. Wir verarbeiten, ne? So, ich habe mal gerade gegoogelt. Ich gucke ja immer, wie lang die Agentenmissionen sein können, ne? Damit hatte ich nicht gerechnet. Eigentlich wollten wir uns nur einen Dieb fangen, aber dann geschah das. Mit dir könnte wahrscheinlich stimmen, ja, Leute, mal hören, aber ich finde, das ist ziemlich verdächtig. Dass ihr alle da allerdings ja schon dessen vor Schluss machen, blablabla. Keine Ahnung. Ich gebe ja mal nur den Namen der Mission ein. Dann gucke ich irgendwie, was für Videos ich da finden kann. Ich gucke mir die Videos nie an, aber ich gucke immer, wie lang die Videos sind, um mir irgendwie so einen Überblick zu machen, auf wie lange ich mich irgendwie einstellen kann. Ich habe gerade Rinas Mission mal gegoogelt und ich habe nur einstündige Videos gesehen bei Google und das heißt, ihre kann ich eigentlich danach auch noch machen, wenn das nur eine Stunde ist, ne? Ein paar Tage später triffst du dich wie verabredet mit Lycon im Café auf dem Lumina-Platz. Ich weiß natürlich nicht, ob das nur die Cutscenes sind. Ich guck mir die Videos ja nicht an. Kann auch sein, dass nur irgendjemand irgendwie die Cutscenes irgendwie so zusammengeschnitten hat und nicht die Kämpfe oder so, ne? Aber keine Ahnung. Proxy, was die Sache mit Spottos lang geht, so habe ich einen ersten Fortschritt bei der Ermittlung erzielt. Wie erwartet, diese Organisation ist gezielt auf Lilac zugegangen. So ist das also. Richtig, die wahren Absichten dieser Leute sind im Moment nicht noch unklar. Ich habe bereits einen Köder ausgelegt. Vielleicht werden wir ja schon bald einen Fisch am Haken haben. Außerdem muss ich noch eine andere Sache mit dir besprechen. Wäre es dir recht, wenn ich dich morgen wieder zur selben Zeit belästige? Ich habe einige Zweifel an dieser Sache und hoffe, dass wir uns gemeinsam unter die Lupe nehmen können. Na klar. Toll, dann warte ich morgen auf dieselbe Zeit auf dem Lumina-Platz auf dich. Am nächsten Tag geht Weiß auf vereinbarten Zeit zum Lumina-Platz und erkennt Lycon sofort an der Menschenmenge. Was muss er denn damit sagen? Er tritt näher, stellt sich auf den Zehenspitzen und klopft ihm auf den Rücken. Ach, ich mach da mit ihm.
dachte, er macht damit mehr, er ist doch größer als ich. Noch mehr als sonst. Ja, das nennt man Hunger-Leikon. Stimmt nicht mit dem Nudelladen. Lalak ist wirklich ein großer Comic-Nerd. Sag doch einfach Manga, mein Gott. Das Spiel ist im Anime-Stil. Sag doch einfach Manga, mein Gott. Ist Anime oder Manga irgendwie getrademarkt oder so? Weil die sagen ganz eindeutig Manga. Oh, ich glaube, Manga bedeutet einfach nur Comic auf Japanisch, ne? Mockingbird. Vielleicht sind wir gerade in einer rebellischen Phase. リリカお嬢様なりの反逆があのことばづかいに現れていると。ともかく潜在的リスクを摘み取るためにもお嬢様がよく立ち寄られる場所を調査したく存じます。 もしよろしければご同行いただけないでしょうか。ルミナスクエアのことは私よりもずっと。 Also wieder so eine Quest, wo wir einfach nur hier durch die Gegend laufen müssen mit den Kindern letztens. もちろんだ。ルミナスクエアなら、うちの庭みたいなものさ。そのようでございますね。あなた様にご依頼したのは正しい判断だったようです。 Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Rinas Quest nur eine Stunde ist. Aber ja nur 20 Minuten pro Mission. Stelle ich mir irgendwie sehr unwahrscheinlich vor, aber weil ich so im Internet gefunden habe, anscheinend ich habe nur einstündige Videos gefunden. Werde ich ja sehen, ne? Natürlich. Wir haben ja schon Zeit gespart, indem wir ja gerade direkt den Kampf gemacht haben, ne? Anstatt hier diese, wo wir ja durch die Fernseher wieder gehen müssen, dauert ja auch immer noch seine Zeit, ne? So, ey, was machst du denn hier? Was? Du bist doch hier die für mich arbeitet in der Videothek. Oh, du bist es weiß. Ich möchte dich etwas fragen. Entschuldigung, ich bin gerade beschäftigt. Draußen stehen schon wieder viele Kunden Schlange. Ach, der Laden ist zurzeit unterbesetzt und die Aushilfe kann nicht immer hier sein. Ich muss nicht nur die Nudeln zubereiten, sondern auch mich noch um die Kunden kümmern. Manche Kunden brauchen ewig beim Bestellen. Ich bin wirklich sehr beschäftigt. Wäre es effizienter, wenn du im Forst wüsstest, was die Gäste, die in der Schlange stehen, bestellen wollen? Na klar, wenn ich sie im Forst um die Gäste gekümmert wird, kann ich mich auf die Zubereitung der Nudeln konzentrieren. Ich verstehe, ich hätte einen Vorschlag für dich. Vielleicht gefällt es dir ja. Wenn du einverstanden bist, können wir einen befristeten Vertrag abschließen und ich frage die Gäste in der Warteschlange nach ihren Geschmacksvorlieben und fehle ihnen passende Getränke, die in einer Tabelle für dich zusammenfasse. Du musst mich natürlich nicht bezahlen, aber ich hoffe, du nimmst dir später Zeit, ein paar Fragen zu beantworten. Das glaube uns. Und was du so sagst, weiß. Also gut, dann will ich eure Hilfe beanspruchen. Oh Gott. So, Wälze. Ich nehme lieber eine weiße Schüssel. Ah, ein Wolftierenbediensteter. Er sieht so hübsch aus. Hallo, um die Produktivität des Ladens zu steigern, bieten wir einen Speisekartenempfehlungsservice an, mit dem wir dir Gerichte empfehlen, die deine Anforderungen gerecht werden. Darf ich dich nach deinem Vorlieben fragen? Meine Vorlieben, kann ich das denn einfach so sagen? Ich mag distanzierte Romantik, Furry und... Entschuldige, das ist ein Missverständnis. Die können nicht Manga sagen, aber Furry? Was ist mit dieser Übersetzung? Entschuldige, das ist ein Missverständnis. Ich habe mich wohl nicht klar ausgedrückt. Ich meine deine Vorlieben in Sachen Nudeln. Oh, also ich mag süße Nudeln. Meist aus den Worten des Kunden habe ich seine Hauptanforderungen abgeleitet. Vorliebe für süße Aromen in einer weißen Schüssel. Bitte empfehle ihm ein Gericht. Mit Kürbissuppe. Genau, das möchte ich essen. Und ich könnte
und ach, könnte der Herr Bedienstete betrachten, könnte ich den Herr Bediensteten betrachten, während ich esse? Er ist so appetitanregend. So geht das nicht. Das wäre einträchtig die Abläufe im Laden. Mir schade. Vor einem Moment dachte ich, die Dulen auf der Schweizkarte würden sich in ein edles Steak verwandeln. Ich habe noch eine letzte Frage. Könnte ich dein Ohr anfassen? Das Ohr kostet extra. Mein sehr feinsinniger Scherz. Danke für deine Mitwirkung. Aber das mit den Ohren lassen wir lieber. Also, ihr könnt nicht Manga sagen, aber Furry können die sagen. Haben die kein Problem mit. So viele Leute, wie lange muss man denn da anstehen? Ist es denn so schwer, etwas Warmes zu essen zu bekommen? Hallo, um die Produktivität des Ladens zu steigern, bieten wir eine Speisekarte, bla 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 bla. Darf ich fragen, wie du die Nudeln magst? Wie ich sie mag? Richtig scharf natürlich. Nudeln ohne Schäl sind wie Höhle ohne Arterial. Das widerspricht doch all 10 Jahren dieser Welt. Das tut mir sehr leid. In dem Szenario dieses Ladens gibt es wirklich Nudeln ohne Chili. Aber wir könnten dir ein Gericht empfehlen, das deinen Geschmack zusagt. Meist aus den Worten dieser Kunden habe ich seine Hauptanforderung abgeleitet. Schwarze Schüssel, heiße Suppe mit Fleisch und Beilage. Empfehlen das Gericht. Nudeln mit Pilze, Hühnchen und roter Paprika. Hm, stimmt, diese Nudeln werden mir bestimmt schmecken. Jetzt war er arbeitet da richtig fleißig. Ich dachte, ihr werdet ein wohlhabender junger Herr und sein Haushälter, die hierher gekommen sind, um das Leben der Beschäftigten zu erleben. Ich bin doch ein wohlhabender junger Herr. Oh, wenn möglich, kann die Rechnung aufs Haus gehen. Ich bin arm. Deine Bestellung wurde schon gebucht. Danke für deine Mitarbeit. Alles klar. Boah, ich wurde angeschrieben. Die Nudeln sehen alle gut aus. Hallo, um die Produktivität, blablabla. Aber ich habe keine besonderen Anforderungen. Ich kann alles essen, egal was. Kannst du etwas empfehlen? Wie wäre es mit Nudeln mit gebratenem Barbecue? Diese Nudeln sind im Laden äußerst beliebt. Das klingt sehr lecker, aber... Ist gebratenes Barbecue nicht etwas fettig? Ich esse sehr gerne Fleisch, aber zu fettiges Essen ist nicht gesund. Dann vielleicht nur mit Hühnchen und roter Paprika. Hühnchen geht nicht als fettig und ist gesund. Es ist wirklich gut, aber in einer schwarzen Schüssel ist doch rote Paprika. Ist das nicht zu scharf? Ich kann schon scharf essen, aber nicht zu scharf. Das klingt aber nicht nach egal was. Schon gut, ich habe verstanden. Meist aus dem Wollen des Kunst ist etwas Fleisch, aber nicht zu fettig, nicht zu scharf. Nur mit Knochenbrühe, etwas mit Fleisch, aber nicht zu fettig und nicht zu scharf. Grüne Paprika. Ist in der schwarzen Schüssel nicht grüne Paprika? Das ist doch auch zu scharf, das geht nicht. Mit zum Knochenbrühe. Okay. Deine Bestellung wurde schon gebucht, danke für deine Mitarbeit. Nicht doch, ich sollte euch danken, aber ich gehöre ja zu den Kunden ohne Ansprüche. Es ist doch bestimmt sehr müßig für euch, wenn ihr diese wählerischen Kunden geraten, oder? Danke, dass du dir Gedanken um uns machst. Egal um was für einen Kunden es sich handelt, wir versuchen immer unser Bestes, Richtige für ihn zu bestellen. Guten Appetit. Typisch Leikon, er macht alles ohne jegliche Fehler. Nichts geht daneben. Leikon und ich haben die Bestellung einer Gäste in der Schlange aufgenommen. Jetzt übergeben wir die geordnete Liste schnell an Chop Junior. Ihr seid schon fertig? Ihr seid aber fix. Lass mich mal schauen. Eine Vorstellung und saubere Liste an sich und klar zu lesen. Die Angestellten seid ihr. Als Angestellten seid ihr wirklich ein Glücksfall. Nur wenn ich einmal reich und unabhängig bin, möchte ich wirklich so einen fähigen Bediensteten für das Tagesgeschäft in meinen Laden einstellen. Außerdem zieht er sich schon mit seiner bloßen Anwesenheit viele Kunden an. Leikon ist aber sehr teuer. Vielen Dank für das Lob. Ich fühle mich geehrt, aber ihr beiden macht Witze. Ich bin doch nur ein einfacher Bediensteter. Hättest du jetzt vielleicht Zeit, ein paar Fragen zu beantworten? Oh, das hätte ich ja fast vergessen. Nur zu, frag einfach. Außer der PN meiner Bankkarte kann ich dir alles sagen. Hast du in letzter Zeit ein Mädchen namens Laika gesehen? Sie möchte öfter in deinen Laden zu Gast sein. Sie muss öfters in deinen Laden zu Gast sein. Laibas Luck? Oh, Entschuldigung, mein Gedächtnis ist nicht so gut und ich vergesse öfters Namen. Hm, ein Mädchen, wer oft Dinge sagt, die man nicht versteht. Ah, ich erinnere mich. Du meinst dieses Mädchen, das immer Unsinn daher redet. Die habe ich tatsächlich gesehen. Sie hat erst kürzlich in meinen Laden gearbeitet. Das Mädchen schien auf den ersten Blick zwar nach nie gearbeitet zu haben, aber ihr Stärk liegt in ihren großen Lernbereitschaft und sie ist nett. Sie hat mich heute übrigens nach einem großen Lohnvorschuss gebeten und sagte, es sei dringend. Weil sie so nett ist und bereit war, ihren Studentenausweis bei mir zu hinterlegen, habe ich ihr das Geld gegeben. Ein Lohnvorschuss? Ich verstehe. Vielen Dank, das war mir eine große Hilfe. Also arbeitet sie da oder was? Schon gut, nicht zu danken, aber was hast du denn mit dem Mädchen zu tun? Na, Lack ist meine Auftraggeberin. Sie hat in letzter Zeit ein paar kleine Probleme. Ich bin für ihre Sicherheit verantwortlich. Ach so ist das.
warte, wenn das Kind deine Auftraggeberin ist, was ist dann weiß? Ich bin Lycons Freund. Nun, unsere Beziehung ist so etwas wie eine enge Freundschaft, wie Weiß gesagt hat. Aber darüber hinaus ist er auch mein Meister. Oh, so eine Beziehung habt ihr. Oh, so eine Beziehung habt ihr also. Jedenfalls bist du ein hervorragender Arbeiter, Herr Bediensteter. Wenn du später ein paar Kleinigkeiten erledigen möchtest, bist du bei mir herzlich willkommen. Ich bezahle gut. Anscheinend hast du eine Menge Informationen über Leia gehalten. Besprich das mit Lycon. Lass es uns besprechen. ラーメン屋でアルバイトを始められると普通に考えてお嬢様が普段もらっているお小遣いの額であれば資金不足に陥るということはないはずでございます。何か非常に高価なものを購入されようとしているのなら話は別ですが。例えば上司高生の間でカプセルトイが流行っていて限定モデルが欲しくなった。ファーストエディション、ない、ない、漫画。可能性はないでしょう。 限定のものとはいえ所詮はカプセルトイでございます。高額といいます。バーションスポイラー。そうですね。ディンガーやアウトマーク。最近家財をいくつか売り払う用意をしておられます。その中にはあの絵画も含まれており、何でも数日前に匿名の買い手がついたとか。あれは決て安価なものではございません。おおよそ。もう少し一息つく準備はしてください。ワームス。このくらいは工面する必要があるかと。 Lycon benutzt seine Hände, um dir eine unvorstellbar große Zahl zu Verstehen zu geben. Bitte was? Wie viel? So, mit einfach eine 10 Finger hochgehalten. 10. Hat er nicht direkt gesagt. Materialer Wohlstand? まるで他の観点があるかのような言い方だね。うん。リリカお嬢様のご両親はとても多忙な方々ですので、お嬢様と共に過ごされる機会は滅多にございません。ですが、彼らはお嬢様を大変厳しく監督されているのです。平日は何をされるにしても常に運転手かボディーガードがおそばに付き従っております。無論表向きはお供ということですが、 実質的な監視でございます。そして学校が終わっても通いきれないほどの塾や習い事が毎日のように物質的な豊かさがあったとして、お嬢様は心から幸福でしょうか。このご家庭の執事を引き継いだ頃から私がずっと疑問に思っていることでございます。お嬢様があれほどに多くの時間を漫画に費やしていらっしゃるのも このためではないかと思う時があるのです。少なくとも漫画の中にある空想の世界では何人もお嬢様を縛ることはできないのですから。本当に責任感の強い執事だね。あなたを雇うことのできる人は幸せ者だ。過分なお言葉でございます。私はあなたさまのおっしゃるような人間ではございません。家族とは 人の身に刻まれた永遠に消えることのない呪いである。かつて私にそういったものがいます。時を経てどんな姿になりどこへ行こうと、この呪いは休みなく影のように付きまとってくる。いつか谷底へ落ちきる時、あるいは頂きへと上り詰める時、それは唐突に姿を現し、人をかつての 無力ゆえに、クローゼットで震えて涙を流すことしかできなかった子供へと引き戻す。私は物心ついた頃から血のつながりという感覚を知りません。あるいはだからこそかもしれません。家族とはそんな。僕の知る限り、家族というのは温かな。みんなバイで。 Ja, beide gleiche Haarfarbe, also. Also beide Tiere. それを知ることができただけでも、私は嬉しく思います。とにかく、お嬢様がアルバイトを始めた背景には、ご家族との仲も関係しているということです。あと少しで貯金が絵画の額に届くとしても、それをご両親に願ることははばかられるのかもしれません。あるいは、
ご自分の手で何かを手に入れるということにあえて望まれているのやも。私が今懸念しておりますのは、リリカお嬢様が絵画を買い取ってしまわれた場合、必然的にはモッキンバードとやらに接触するということでございます。そうなればお嬢様が危険にさらされることも警戒せねば。そこであなた様には私と共にとある場所まで来ていただきたいのです。お願いしますでしょうか。そこへ行けば確かめられるはずでございます。あの絵画が一体どこへと向かうのか。Okay. Sprich mit der mysteriösen Person. Ist noch hier? Okay. Übrigens, als hier letztens mit diesen beiden Biker-Mädels hier geredet haben, da kam eine synchronisierte Cutscene. Und die ging da irgendwie so eine Minute oder so. Ich hätte hier eigentlich aufnehmen müssen. Ich dachte erst, da ist irgendwie was am rumlaufen. Warum bist du hier, hier mit, keine Ahnung, mit Caesar und diese beiden Biker-Mädchen, die Söhne von Calydon. Söhne von Calydon. Und keine Ahnung, da war irgendwie die letzte Cutscene von diesem Event. Und ich glaube, die hatte ich auch noch aufnehmen müssen, weil da war irgendwie so eine minütige Cutscene, wo man die Reden gehört hat. Aber ich nehme an, wir werden von denen noch bald irgendwie herausfinden. Ne? Die werden wahrscheinlich irgendwann auch in den Vordergrund kommen, ne? Hey, junger Herr, weißt du nicht an ein Stück Jade interessiert? Ich habe gerade ein paar Exemplare hineinbekommen. Nein, kein Interesse, ich habe kein Geld. Du bist wahrlich ein wohlhabender junger Herr. Erst wenn du ein Stück für den beauftragten Wolf in deiner Begleitung kaufst, du könntest es als Abzeichen verwenden, das dein Meister repräsentiert. Du kannst es auch in mehreren Generationen weiter vererben. Wir machen es so, ich gebe euch 12% auf Bad auf die Jade. Ich heiße Casey und so gut wie die jeder Zwischenhändler in der Gegend kennt niemand meinen Namen. What? So gut wie jeder Zwischenhändler in der Gegend kennt meinen Namen. Okay. Ich habe dich im Auge. Wenn ihr euch mit mir anfreundet, könnt ihr eine Stange Geld verdienen. Herr Casey, wir sind nicht zum Einkaufen hier. Das berühmte Gemälde des Museums wurde verbrannt. Weißt du, wer es getan hat? Sein Schöpfer selbst. Seine Bilder sind allesamt feuerfest und die Verbrennen sind Fälschungen. Lass mich euch etwas fragen. Welche Organisation hat bis heute die größte Erfolgsrate in der Branche? Sportdrossel. Genauer gesagt, die einstmalige aktive Sportdrossel. Ha, hätte nicht gedacht, dass die Typen, wie ihr aussehen, tatsächlich davon bist. Ja, ich glaube, da war wieder irgendwie ein Schreibfehler. Dann habe ich noch einen Bonusfrage für dich. Wer ist dieser Anführer von der Sportdrossel? Diese Frage steht nicht auf der Liste der Codewörter. Ich mache nur Spaß. Wenn du wirklich die Antworten für das größte Rätsel der Branche hättest, dann wärst du ja nicht hier. Ah, still bleiben. Na gut, habt ihr etwas zu verkaufen? Ich halte einen festen Anteil von 20%, keinen falschen. Nein, wir brauchen ein paar Informationen von dir. Du erhältst natürlich eine entsprechende Entlohnung. Oh, ihr wollt Informationen kaufen, da seid ihr beim Richtigen. Aber die Regeln bleiben dieselben. Wenn ihr Informationen haben wollt, müsst ihr das richtige Codewort sagen. Das gilt auch für deinen Meister. Das berühmteste Gemälde des Museums wurde verbrannt. Wer hat das getan? Sein Schöpfer selber. Ja, richtig. Welche Organisation hat bis heute die größte Erfolgsrate? Sportdrossel. Ja, richtig. Sag, worüber wollt ihr etwas wissen? Über das berühmte Gemälde der Götterfrucht. Weißt du, wer es gekauft hat? Der hat doch wortlich gerade mit ihnen hat gesagt, warum muss ich ihn noch mal... Egal. Wer es gekauft hat, nun selbst. Von euch sind wirklich reich. Ich es mir gedacht habe, ich verstehe. Danke für die Information. Keine Sache. Ach übrigens, junger Bediensteter, arbeitest du im Moment allein oder hast du einen Partner? Der junge Privileg, der Herr mit der kleinen Augen nehmen, der ist doch wohl nicht dein Partner, oder? Eins hatte ich einen Partner. Aber jetzt sind wir Feinde. Was? Oh. Die Drossel, ne? Wie vor mal wetten? Oh ja, das kommt häufig vor. Wer hatte denn in unserer Branche keinen Feind, die früher sein Partner waren? Was hat euch denn ursächlich auseinandergebracht? Die ungleiche Aufteilung des Gewinns? Erzähl mir die Einzeiten. Ich liebe solche Geschichten. Entschuldigung, das ist meine Privatsache. Wie viel war er wetten, dass hier von den Drosseln hier ist? Ja, sein ehemaliger Partner. Ne? Leichung blickt finster rein und nestelt
ungeschickt an seinen Kragen herum. Scheint ganz und gar nicht über dieses Thema sprechen zu wollen. Oh, hat einen Ausdruck nach zu urteilen, müsst ihr euch ziemlich heftig gezopft haben, als ihr euch getrennt habt, nicht wahr? Nein, da habe ich damals noch nicht dich noch nicht gekannt. Sonst hätte ich als Goldmedaille-Schichter die Branche zwischen euch vermitteln können. Dann würde ihr jetzt sicher immer noch harmonisch eure Gewinne teilen. Wo macht denn dein ehemaliger Partner jetzt seine Geschäfte? Hat er gute Ware? Willst du ihn nicht kontaktieren? Ich bitte ein hübsches Sümmchen. Du redest so viel. Schon gut, danke, dass er das geklärt hat, Meister. Herr Casey, hier ist deine versprochene Belohnung. Wir verabschieden uns dann mal. Nach dem Gespräch mit den verdächtigen Händler zwinkerst du Lycon zu. Lycon versteht sofort, was du meinst. Ihr geht gemeinsam zu einem ruhigen Ort. Was genau machst du eigentlich beruflich? どんな仕事をしてるんだろうと思ってさ。ご覧の通り、至って平凡な執事にございます。あなたさまの疑念は理解できますが、これ以上は確実に私の過去に話が及ぶことになります。そしてそれは私の宿敵とも密接な関係にあるのでございます。あ、そして。なるほどね。それだけでも想像が広がるというか。なんだか Schön, ich lasse dich erstmal vermarken. Nein, ich will nicht. Mein Gott. Ein bisschen Taktgefühl, weiß. この言葉きちんと覚えておくよ。ご理解くださり感謝いたします。実のところ こうした仲介人との取引は初めてではございません。昔とある理由でとにかく強者にへつらい弱者に鞭打つ、ひどく狡猾な連中ばかりでございます。対応には細心の注意を払わねば、今後もし同様の業者に遭遇することがあれば必ずご用心を。安易に連中を信用してはなりません。 リリカお嬢様がすでに絵画を手にしてしまわれたとなると、そう遠くないうちに。だ、warte mal, Erzfeind. Wie vorwarten? Ich rede mit den Schülern. Wie lange dauert denn hier noch? Also, was geht? Also Spottrossler, ein super fieser Phantomdieb-Syndikat. Sie können einfach alles stehlen, nicht einmal die Leute der Tops werden mit ihnen fertig. Wirklich? Das glaube ich dir nicht. Glaubst du nicht? Die größte Sache, an der sie damals dran waren, war diese mit dem Le irgendwas mit Le was. Das Hotel heißt Lemekria. Genau, das war es. Bist du auch ein Fan von Spottrossel? Das eher nicht. Ich weiß noch ein bisschen über sie. Ich bin auch ein Schüler, wie ihr seht ihr das nicht. Die Schüler versammeln sich um Lycon und plaudern eine ganze Weile lebhaft. Anscheinend hat Lycon erfolgreich ihre Gunst und ihr Vertrauen gewonnen. Es ist Zeit, nach Neuigkeiten über Lilac zu fragen. Ich möchte euch etwas fragen. Kennt ihr Lilac? Die kennen wir. Sie geht mit uns in den Nachhilfeunterricht. Aber war sie überhaupt heute da? War sie, aber sie ist früher gegangen. Keine Ahnung warum. Dieser Typ sagt ständig Sachen, die ich kein Stück nicht verstehe. Sowas wie Sozius der Gerechtigkeit. Das ist wirklich seltsam. Ach doch, du verstehst es also auch nicht. Sie versucht es extra zu super. Dieser Typ, was? Haben sie von ihr geredet? Du bist von gestern. Extravagantheit ist doch längst ein überholtes Thema. Genau, der Quatsch ist total veraltet. Ich weiß noch, dass Lilacs Eltern nicht zu den Elternabenden für die Nachhilfeunterricht gekommen sind. Sie wurden tatsächlich von einem älteren Haushalt da vertreten. Ich dachte, das wäre ihr Opa gewesen. Sie ist eine Prinzessin mit einem eigenen Fahrer, der sie draußen überall herumkutschiert. Warum sucht ihr einen Prinzen, Prinzessin nicht einfach? Warum besucht sich eine Prinzessin nicht einfach einen Lehrer, der ihr zu Hause Nachhilfe gibt? Wer weiß, vielleicht will sie ja Freunde finden. Immer wenn ich sehe, ist sie alleine. Wenn ich sie sehe, ist sie alleine. Sie kann einem richtig leid tun. Einmal kann man nichts tun. Ich verstehe einfach nicht, was sie sagt. Mein Gott, Leute. Außerdem lebt sie es in den Pausen doch immer. Liest sie in den Pausen immer nur noch Comics, oder?
Mit jemandem will ich wirklich nicht befreundet sein. Ja, sie liest halt Comics, weil niemand mit ihr redet, ne? Relatable. Lilac kommt um die Ecke. Frau Lilac. Ey, yo. Frau Lilac. Sei still, ich will nichts mehr davon hören. Seid ihr jetzt zufrieden, mich in solch einer Verfassung zu sehen? Ich bin einfach nutzlos, so grotesk, so verabscheut von allen. Solch eine Person bin ich. Reicht das jetzt? Lilac ist wieder weggelaufen. Du und Lycon habt ein wortloses Einverständnis, macht euch gemeinsam auf die Verfolgung. Hunger Face, ja. Nein, falscher Knopf. Oder vor, wenn man Honka Starway hier vorspielt. Wo ich mit R1 renne. Ihr habt mich ständig auf den Kerker. Auf wessen Anweisung macht ihr das? Ist das Papa oder Mama? Ist es, weil ich neulich die Nachhilfeklasse geschwänzt habe? Oder ist es, weil ich in Monatsprüfung meinen Rang abgerutscht bin? Sie achten immer auf die Einlinge. Ewig sind es die gleichen Themen. Er läuft wieder weg. Du und Lacken kommt an mich. Kommt zu einem wortlosen Einverständnis und macht euch gemeinsam auf die Verfolgung. Mein Gott. Bleib gefälligst hier mal hier, okay? Ich will nur reden. Ihr seid auch der Meinung, dass die anderen Mitschüler recht haben, oder? Der sogenannte Sozius der Gerechtigkeit, einfach lächerlich. Den ganzen Tag fantasiert sie davon, die Auserwählte zu sein. Dabei hat sie nicht mal Kontrolle über ihr tägliches Leben. Aber ich habe nur diesen einen Wunsch. Warum müsst ihr mir selbst das vergönnen? Hört auf, mich zu verfolgen. Hört auf, mich zu anzustarren. Bitte. Boah, Leute, sagt doch mal irgendwas. Nein, doch, gleich wieder weg. Du und Leute, kommt zu einem. Ja. Mein Gott, sag doch gefälligst, weil dann lass dich nicht immer hier wegrennen. Boah. Ah. So, jetzt haben wir dich eingekesselt. Die Treppe da hoch kann man nicht laufen. Das weiß ich. Nachdem du und Lycon lange gelaufen seid, bist du außer Atem. Während Lycon aussieht, als hätte er nur einen Spaziergang im Park gemacht. Ihr habt einen Augenblick unabsichtlich Blickkontakt und du merkst, dass Lycon irgendwie unschlüssig ist. Sein Gang wird langsamer, als ob dir vorschlagen will, dich zu tragen oder so. Zum Glück holt ihr Lilac vorher schon ein. Lilica, O-Jo-Sama, go-an-shin kudasai. あの学生たちのお嬢様に対する評価は私にとっても到底同意できないものでございます。私はただお伝えしたいだけなのです。あの木金バードには不審な点がございます。このままではお嬢様に危険が及ぶ恐れが。私が危ない目に遭うかもしれないとして、あなたたちに何の関係があるの？あなたはあくまで パパとママに雇われただけの執事。どうしてこんなことにまで首を突っ込もうとするの？わしはね、ゼアゴテナだ。心の中では私のこと変人だなんだって思ってるんだわ。さぞかし迷惑してるんでしょうね。私みたいな中二病で面倒くさくて嫌われ者のご主人様の面倒を無理やり見させられて。そのように考えたことは一度としてございません。 リリカお嬢様はビクトリア家政の大切な雇い主様でいらっしゃいます。我々が雇い主様への敬意を欠くことなど断じてございません。でもあなた、私の言うことをちっとも理解してくれなかったじゃない。嘘ばっかり。誠に申し訳ありません。中二病なるものへの私の理解がただただ至らなかったばかりに、今後より一層学びを深めていく所存にございます。 Ja, Lycon in Shunibyo Style. Ja. いいかい？こういうのは理解を強要するようなものじゃないんだ。僕はわかるけれど、それは僕が少し特別だからであって。別にいいわよ。これはすべて正義の番号みたいなのに支払わなければいけない。対象なんだから。あの絵はもう買い取ったから。 もうすぐ彼らに会えるわ。モッキンバードの人は言ってた。私は新人の中でも一番見込みがあるって。私は絶対にモッキンバードに入って正義の伴走者になるの。あなたたちには止められないわ。承知いたしました。それがお嬢様の望みとあれば止めることはいたしません。
その望みが成就するよう私も助力いたします。ライカン、モッキンバードとは明日のこの時間にバレーツインズで会う約束なの。言っておくけど私一人で大丈夫だから。キャロットは手に入れたし、エーテリアスに会った時のために武器だって用意してるんだから。だから別に好きになさい。Leider geht. 申し訳ございません。なんとも情けないところをお見せしてしまいました。リリカお嬢様のご機嫌を損ねてしまうとは。私は確かに執事失格でございますね。Ist das wirklich durchziehen? ライカンさん、本当かい？彼女は望みを叶えるのを助けてあげるというのは。はい、お嬢様の望みが成就するよう助力いたします。しかしそれはあくまでお嬢様の本当の望みのこと。私は考えました。お嬢様が求めるのはただモッキンバードなる怪しげな組織に入ることだけではないはずです。その表層的な目標を達した程度で、お嬢様がお心のより深い部分に抱えている本当の望みが成就することはないでしょう。うん、魚が、はい、ラグストーリーかかりましてございます。フィッシュ、ウォー、魚というのは例のモッキンバードを名乗る組織が私に接触してまいりました。プロ騎士様、またしても一つお願いを聞いていただけますでしょうか。これはあなた様でなければできないことなのでございます。どうか私を信じてください。Good. So, erstmal müssen wir Bell wieder sagen, was hier alles passiert ist. Ne? So, was zum Bells Zimmer? Das ist das erste Mal, als wir Bells Zimmer sehen. Sie hat auch eine Wand hier. Mal ein Foto machen hier. Von all denen hier. Was zum... Was ist das? Und da haben wir Tracers. Tracers Brille hier von Overwatch. Weiß, das ist ja echt überraschend, was dich in was du dich verwickelt hast. Sie tut mir ein wenig leid. Ja klar, ich hätte wirklich nicht erwartet, dass Lycan solch eine Methode in Betracht ziehen würde. Alles klar, boom, warten wir da. Und dann direkt weiter, ne?